Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES 18 Trainerkarriere. Und zwar spiele ich ja immer hier auf Profi und seit der letzten Folge habe ich mich entschieden, ich muss einfach umstellen, egal was jetzt passiert. Ich habe euch ja eben gesagt, dass ich üben werde und dann eben, wie gesagt, auch auf Topspieler gewinnen kann. Aber ich habe jetzt ein bisschen was geübt, nicht so viel, ich bin nicht dazu gekommen. Aber auf jeden Fall werden wir trotzdem jetzt auf Topspieler umstellen, egal was jetzt passiert. Es muss umgestellt werden, weil so geht das nicht weiter. 10:1, glaube ich, war es. 10:1. Das ist einfach, das ist too much, echt, das geht nicht. Und dafür entschuldige ich mich auch nochmal für die letzte Folge, das war echt unrealistisch as fuck. Und wie gesagt, ich habe jetzt einfach umgestellt. Wir haben jetzt das Spiel gegen Hoffenheim, danach haben wir das Spiel gegen Mainz. Im Spiel gegen Mainz will ich auf jeden Fall ein paar andere noch mit auflaufen lassen. Ja, im Spiel gegen Hoffenheim, die sind jetzt auch Zweiter, da möchte ich jetzt nicht unbedingt viel ändern. Aber wie gesagt, gegen Mainz wird er sich auf jeden Fall was tun. Und ja, wie gesagt, die sind Platz 2, deswegen müssen wir gucken, vor allem weil die Schwierigkeit jetzt höher ist, dass wir uns wirklich anstrengen und wenigstens einen Sieg, ein Unentschieden wäre auch okay, aber wenigstens mal so einen knappen Sieg hinbekommen, wäre mega nice. So, und vielleicht kann mir auch jemand weiterhelfen, von wegen den Transfers, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder was auch immer. Denn Sandro Wagner ist jetzt auch noch bei Hoffenheim und in echt ist er ja eigentlich bei Bayern. Das, ob ich da irgendwie was noch umstellen kann, damit das sich aktualisiert oder ob ich das am Anfang falsch gemacht habe, keine Ahnung. Ja, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Erster gegen Zweiter und auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, Ribéry! Robert Lewandowski! Zwei Ansätze hat es gebraucht. 1-0 in der 10. Spielminute. Yes, Mann! Es geht doch. Auch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Bisher. Es ist noch lange nichts gesagt. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen geübt und hab eine zweite Karriere, private Karriere gestartet, einfach um zu üben. Mit einem anderen Club auch. Und da ist es oft so gewesen, dass der gegnerische Verein dann einfach wieder zurückkommt. Und dann aus zwei Chancen einfach zwei Tore macht. Aber immerhin schon mal ein 1-0. Oh, Lewandowski, Ribéry, Müller! Und drin ist das Ding! 15. Spielminute. 2-0. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Lewandowski mit einem wunderbaren Kopfball. Will es hier nochmal probieren. Scheitert am zweiten Schuss. Ribéry trifft. Nur Fährmann und Müller trifft das Tor. Hier richtiges Chaos. Lewandowski wollte nochmal probieren, kriegt es nicht hin. Ribéry, Fährmann hält und Müller steht goldrichtig und macht das 2-0. Und 2-1. Rupp in der 26. Spielminute. 2-1. Genau das meine ich. Das ist der erste oder zweite Schuss. Und auch der ist drin. Das geht halt immer so schnell, wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist. Aber kein Problem. Wir führen immer noch. Wir haben ja zwei Tore geschossen. Das war schon mal ganz gut. Noch ist lang nichts vorbei. Aber wie gesagt, immerhin führen wir noch. Bumm! 3-1. Lewandowski. 4 Tore schon. Nach 32 Minuten. Was geht hier denn ab? Es läuft aber, ne? Ist gar nicht so übel.
Also mit dem anderen Club, dem ich hier die private Karriere gestartet habe, um zu testen, wie der Schwierigkeitsgrad so ist. Schwierigkeitsgrad, ja doch. Dem anderen Club hat es nicht so ganz funktioniert. Bayern ist das hier nochmal eine andere Nummer. Tatsächlich ein bisschen einfacher. Halbzeit. Halbzeit 3:1. 4 Tore in der ersten Halbzeit. Das ist schon echt heftig. Aber wie gesagt, wir führen mit 2 Toren Vorsprung. Es läuft echt besser als erwartet. Jawohl! Robert Lewandowski. Der Kerl ist klasse. Ich fasse es echt nicht. Wir spielen jetzt einen Schwierigkeitsgrad höher und trotzdem hier das 4:1. Ich meine, das hält sich auf jeden Fall noch in Grenzen, weil in echt hat Bayern gegen Hoffenheim ja auch, ja, letztens kann man nicht sagen, aber das letzte Spiel war das ja, wo Bayern gegen Hoffenheim gespielt hat, das letzte, also nicht irgendwie ein älteres, das meine ich damit, da haben sie auch 4:2 gespielt, also von daher gar nicht so weit weg. Oh, Robben! Ei! Das war ein schönes Ding, wäre ein schönes Ding gewesen. Thiago hat hier Schuss probiert. Robben nimmt den da schön an, dann. Ah, Kralle fair, Mann. Oh, wieder Robben. Ecke nochmal. Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Die lassen mir so viel Platz manchmal, ne? Das ist unglaublich. Aber Fährmann hat den natürlich dann auch gesehen und konnte da hingehen. Die letzte Minute Nachspielzeit läuft. Nochmal eine Ecke. Boateng, Pfosten! Wieder Boateng! Oh! Jerome Boateng. Müller hat hier halt ein bisschen sich reingeworfen. Zu Recht Freistoß hier, aber Boateng hier mit dem Pfostenschuss. Ich glaub's ja kaum. Ich glaub's auch kaum, dass wir hier mit 4:1 gewinnen. Aber es ist die Wahrheit. Dreimal Lewandowski, einmal Müller. Zumindest bin ich mir da, glaube ich, das. Also, in der 10. Minute war, glaube ich, auch Lewandowski. Das zeigen sie jetzt hier leider nicht an. Wie gesagt, hätte ich mir nicht erwartet, auf dem Schwierigkeitsgrad ein 4:1 hier gegen Hoffenheim rauszuhauen. Aber es ist überhaupt nicht unrealistisch, denn in echt, wie gesagt, ging das 4:2 aus damals. Bayern gegen Hoffenheim 4:1, Hertha gegen Hamburg 4:2, Freiburg gegen Leipzig 2:2, Frankfurt gegen Augsburg 2:4, Leverkusen gegen Gladbach 0:1. Schalke gegen Dortmund 1:0, Hannover gegen Stuttgart 2:2, Köln gegen Mainz 0:1. Und Bremen gegen Wolfsburg 0:0. So. Wir sind Erster, hinter uns jetzt Hertha BSC. Und Hoffenheim jetzt auf Platz 6 gerutscht. Also hier die Tabelle, die ist ja hin und her. Ich meine, wir haben ja nur ein paar Spiele gespielt bisher. Aber hier ist echt ein Hin und Her. Richtig witzig. Also die Übung hat sich ausgezahlt. Schaffen es jetzt auf jeden Fall hier auf dem Schwierigkeitsgrad Topspieler. Zu gewinnen. Das freut mich mega hart. Das ist mega geil. Spielerstatus, Länderspiele, ja, das ist unwichtig. Jetzt haben wir das Spiel gegen Mainz und dann in der nächsten Folge gegen Basel. Die Champions League geht schon weiter. Da bin ich mal gespannt, ob ich auf dem Schwierigkeitsgrad in der Champions League dann noch was reißen kann, weil da habe ich auf dem anderen Schwierigkeitsgrad ja schon immer 3:0, 2:0, mehr nicht. Freude auf das Spiel gegen Mainz. Auswärts geht's jetzt ran. Wir wechseln jetzt ein bisschen durch, wie schon versprochen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, also Rodriguez kommt auf jeden Fall mal rein für Müller. Natürlich hier als offensiver Mittelfeldspieler. Wir können Bernat auflaufen lassen. Wir können Rafinha reinbringen. Süle auf jeden Fall mal. Den würde ich auch gerne mal hier testen, mal spielen lassen. Martinez, ja, okay. Kann man auch machen, kein Problem. Tolisso. Wen könnten wir dann noch?
Stürmer haben wir keinen. Da können wir auf jeden Fall keinen nehmen. Command können wir reinbringen. Rudi, ja, wäre auch okay. Rudi wäre auch okay. Ansonsten belassen wir es dabei. Weil, wen sollen wir da noch reinbringen? Also Robben und Lewandowski spielen. Klar, ich könnte für Robben jetzt noch Müller und so, dann spielt halt Robben mal nicht. Aber die lassen wir einfach mal. Lewandowski und Robben lassen wir dieses Spiel einfach mal drin. Aber ansonsten haben wir ja wirklich dann komplett mal hier durchgemixt. Dass hier mal auch ein paar andere Leute spielen. So, und jetzt bin ich natürlich dann mega gespannt, ob sich die B11 hier gegen Mainz auch noch auswärts durchsetzen kann. Aber das werden wir jetzt dann sehen, ne? Oh, guter Schuss von Kingsley Coman. Ich meine, wer mit so einer B11 hier hinkommen kann, also das ist eine B11 und die Spieler sind alle richtig gut und viel wert und dies, jenes. Also es ist eigentlich gar keine B11, aber eigentlich schon. Jawohl! Da kommt das 1-0 in der 40. Spielminute. Wer ist es? Natürlich Robert Lewandowski. Wer sonst? Come on, wird hier nicht angegriffen. Spielt den Pass auf Bernat. Und der flankt super in die Mitte zu Robert Lewandowski. 0-1 nach 40 Minuten. Halbzeit 0-1. Ja, also es läuft nicht übel. Ja, passt alles. Wie gesagt, ist realistischer so. Definitiv. Wir sind die deutlich spielbestimmende Mannschaft. Wir haben viel mehr Ballbesitz. Nur wir sind irgendwie quasi am Ball. Aber es ist halt einfach realistischer. Ich habe bisher nur ein Tor und das wäre in echt ungefähr auch so. Wird gewechselt. Rom geht, Müller kommt. Immer noch 1-0, 70. Spielminute. Was? Nein! Nee! Nein, oder? Rot für Martinez und Elfmeter. Ich wollte das doch gar nicht. Ich weiß, ich habe ihn getroffen, aber... Nein! Ich wollte den. Ich habe auf X gedrückt, ich wollte den Ball wegpassen irgendwie. Weil das machen die oftmals so, dass sie den Ball. Oh nein! 1-1 in der Nachspielzeit. 90 plus 2. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Das kann doch nicht sein. Ey, ich habe so gut verteidigt bis jetzt. So wenig Chancen für Mainz. Die haben gedrückt und gedrückt und gedrückt und ich habe jeden Ball verteidigt. Und wegen dem Scheiß gibt es jetzt Elfmeter. Da wäre ja eh nichts draus geworden. Oh. So ein Dreck. Verdammt echt. Ja. Oh. Das ärgert mich. Das kann nicht sein, Leute. Ich meine, das passiert, wenn man den Schwierigkeitsgrad höher stellt. Ah. Wir waren die bessere Mannschaft. Wie gesagt, gut verteidigt, auch am Ende hin. Aber irgendwie Pech gehabt jetzt. Martinez mit seinem ersten Spiel und direkt eine rote Karte. Weißt du, es ist halt so, die Spieler, die machen das oft so, wenn du auf X drückst, dann... kommt er da so mit dem Bein an den Ball und passt den so weg. Das wollte ich jetzt auch machen, dass er ihn rauspasst, weil es war ja schon Nachspielzeit und alles. Dann hätte er ihn vielleicht rausgepasst oder so. Aber dass er den dann von hinten umhaut und es Elfer gibt, damit hätte ich nicht gerechnet. Das kann nicht sein, echt. Fuck. Gegen Mainz. Und wir haben so gut gespielt. Oh, Dortmund Gladbach 0-0, Augsburg Schalke 0-2, Bremen Köln 1-4, Wolfsburg Hannover 0-0, Mainz Bayern 1-1, Stuttgart Hertha 4-2, Hoffenheim Freiburg 1-0, Hamburg gegen Frankfurt 1-4, Leipzig gegen Leverkusen 1-0. Jetzt sieht es in der Tabelle natürlich wieder ein bisschen knapper aus,
aber wir sind auf jeden Fall noch Erster. Ja, ihr habt es euch gewünscht. Ich meine, ich finde es auch so auf jeden Fall besser. Ich habe echt nicht gedacht, dass wir, wie gesagt, zum Beispiel das erste Spiel mit 4-1, echt niemals damit gerechnet, dass wir es so gewinnen. Aber es ist anscheinend echt möglich. Der Schwierigkeitsgrad, der passt auf jeden Fall. Damit bin ich auch zufrieden. Aber das ärgert mich jetzt trotzdem. Das nervt trotzdem. Das hätte nicht sein müssen, weil es wäre aus der Chance eh nichts geworden. Aber gut, wir gucken uns das Ganze in der nächsten Folge weiterhin an, wie das jetzt zum Beispiel aussieht in der Champions League. Ob ich wirklich in der Champions League auch auf dem Schwierigkeitsgrad mithalten kann. Martinez für 3 Spiele gesperrt. Ja, ich werde ihn eh nicht einwechseln, dann ist halt so. Klar hätte ich ihn einwechseln können gegen Bremen und so. Nicht einwechseln, ich meine spielen lassen können. Aber okay, kannst du nichts machen, ist halt so. Wie gesagt, in der nächsten Folge das Spiel gegen Basel in der Champions League und dann gegen Bremen in der Bundesliga und ja. Mann, Martinez, Alter, in der letzten Minute hast du uns den Sieg genommen da. Fuck, das ärgert mich. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ich bin Nummer Uno und nicht Nummer Dos. Komm mit 100 Jugos und verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Verbrennen dein Dorf. Red ist der Chef, wir verbrennen dein Dorf.